Der Herbst ist schon da, der Winter steht direkt vor der Tür und ich möchte, dass ihr auf jeden Fall stylisch durch die kalte Jahreszeit geht. Heute geht es um stylische Pieces, die man in der kalten Jahreszeit sehr, sehr gut gebrauchen kann und die für mich schon teilweise zu absoluten Must-Haves geworden sind. Starten wir mit einem Teil, welches für uns Männer nie aus der Mode gerät. Ein absoluter Klassiker. Die Rede ist von einem Mantel. Einen Mantel brauchst du grundsätzlich als Mann im Kleiderschrank. A, zum Drüberziehen, wenn du zum Beispiel mal einen Anzug trägst und B, auch einfach zum Kombinieren von verschiedenen Looks, denn so ein Mantel wertet dein Outfit einfach immer auf. Außerdem gerät so ein Mantel nie aus der Mode, ist immer elegant und falls du an dieser Stelle keinen Mantel im Kleiderschrank haben solltest, sieh zu, dass du einen Mantel bekommst. Meine Empfehlung liegt da auf einen dunkelblauen Mantel. Den kannst du wirklich zu richtig vielen Looks kombinieren. Wo wir gerade bei Klassikern sind, bleiben wir direkt auch bei Klassikern und zwar bei einer Lederjacke. Es gibt Trends, die kommen und gehen, die sind vielleicht mal für ein halbes Jahr da oder ein Jahr da und dann sind sie wieder weg. Aber was auf jeden Fall bleibt und klassisch für uns Männer immer relevant ist, ist ein Mantel, wie eben schon erwähnt, als auch eine Lederjacke. Meine Empfehlung für eine Lederjacke, ähnlich wie beim Mantel, greift auf eine klassische, einfache Lederjacke zurück mit einem einfachen Schnitt in Schwarz. Die könnt ihr in der kalten Jahreszeit wirklich in vielen verschiedenen Variationen kombinieren. Und dafür könnt ihr auch gerne ein paar Euros mehr auf den Tisch legen, denn so eine Lederjacke, wie ich eben erwähnt habe, ist halt immer relevant für uns Männer und die kann man tatsächlich nicht nur über Jahre, sondern tatsächlich auch über Jahrzehnte hinweg immer wieder tragen. Was aktuell voll im Trend ist und was möglicherweise wieder abflachen könnte, ist der Trend von Chunky Boots. Was ich persönlich an Chunky Boots richtig nice finde, ist einfach diese etwas dickere Sohle. Und wenn du schon mal Chunky Boots anhattest, dann weißt du, was ich meine. Wenn du nämlich in so Tretern läufst, dann hast du einfach einen besonders sicheren Stand, bist auch direkt ein paar Zentimeter größer aufgrund dieser dickeren Sohle und das fühlt sich einfach sehr, sehr nice an. Und da Chunky Boots gerade aktuell voll im Trend sind, bekommst du tatsächlich sämtliche Treter einfach ein bisschen chunky mit einer etwas dickeren Sohle, von Chelsea Boots bis hin zu Schnürstiefeln. Daumen hoch, wer diesen Trend auch nice findet. Weiter geht's mit was ganz Einfachem, was viele Leute wahrscheinlich unterschätzen, und zwar mit ganz einfachen Strickpullovern. Die Stilikone Number One macht es vor und kombiniert diese Art von Strickpullover in jeglicher Variation. Mir persönlich gefallen diese einfachen, lockeren Strickpullover am besten, wenn sie wirklich einfach schlicht sind und vor allen Dingen unifarben, ohne irgendwelche Muster drauf. Und gerade in der kalten Jahreszeit kannst du die halt super gebrauchen, einfach kombinieren und die sind einfach auch super warm und auch einfach mega gemütlich. Und diese einfachen, lockeren Strickpullis haben auch unterschiedliche Hälse, egal, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall sind diese ganz klassischen Rundhals-Strickpullover die einfachsten, die man bekommen kann. Oder auch auf dem Crewneck, ganz egal, Leute. Diese Dinger solltet ihr auf jeden Fall im Kleiderschrank haben für die kalte Jahreszeit. Wer es ein wenig sportlicher mag, der gibt mir wahrscheinlich recht, die kalte Jahreszeit geht gar nicht ohne Hoodie. Schwarze und graue Hoodies, absolutes Must-Have für mich im Kleiderschrank, kann man auch easy kombinieren mit zum Beispiel einem Mantel oder einer Lederjacke. Also das funktioniert auch sehr gut und gerade in dieser kalten Jahreszeit will man es auch einfach mal sehr gemütlich haben und da darf so ein Hoodie einfach nicht fehlen. Last but not least schließen wir das Video ab mit einem Piece, mit dem man auch schön ein Outfit abrunden kann, und zwar ein Schal. Ein Schal hat zum einen natürlich einen schützenden Faktor im Winter. A, soll er dich natürlich ein bisschen warm halten, deinen Hals warm halten, aber B, natürlich auch einen Style-Faktor, gerade dann, wenn man zum Beispiel mit einem Schal auch die Farben eines Outfits wieder aufgreift. Ich verlinke euch zu jedem Piece diverse Varianten unten in der Infobox. Schaut da gerne mal rein, vielleicht ist für euch was dabei. Und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was euer Piece für die kalte Jahreszeit ist, ohne dass ihr nicht leben könnt. Ich bin sehr gespannt, was ihr schreiben werdet. Teilt das Video auch gerne mit euren Freunden. Haut rein, ich wünsche euch eine wundervolle Winterzeit. Macht's gut, bis bald. Peace out.